So, ja, und angekommen. Jetzt geht's erstmal auf den Katamaran, denke ich mal, weil wir alle Kontrollen hinter uns gebracht haben. Ja, Wetter warm ist es, 25, 27 Grad. Allerdings Sonne, Zielanzeige. Aber es spielt ja keine große Rolle, hier ist entsprechend warm. Von daher, aber das schon gut klar. Das macht nichts. Macht nichts, ne? Wenn die Sonne brennt, dann hält es auch nicht aus. So, den Weg werden wir gleich wohl noch gehen müssen. Und wir haben gebucht einen Katamaran, um drei Riffs zu besuchen, also da zu schnorcheln, zu tauchen und Unterwasseraufnahmen zu machen. Mal sehen, ob wir irgendwas Schönes entdecken. Interessantes entdecken. Pieces of the wood. Fiberglass on it right here. Okay. On the top, I'll take you know. Yes. I'll drink it later. So why not? Let's do a Mexican toast. Open your bottle, guys. Open your bottle. Tequila? You want to get oh, no. Oh, okay. Ja, das ist unser Kreuzfahrtschiff, die MS Divina. Wir haben gerade in Mexiko angelegt und wir sind zwar bei einem eigenartigen, weiß ich auch nicht, aber, wie ich das bezeichnen soll. Das ist jedenfalls kein Katamaran. Ja, leider ist wieder diese Musik darauf. Aber es sind die Aufnahmen von dem Boot, das uns rausbringt zum Schnorcheln, zu drei Riffs oder Riffen, wie man das heißt. Und das ist hier die Küste von Mexiko. Ich glaube, Cozumel oder so ähnlich wird das ausgesprochen. Inzwischen ist auch die Sonne da. Der Bug des Schiffes. Welches ist das Captain? Is it possible? Okay. Is it possible? I can do it, ja? Okay, thank you. The safety is the most important. Der Captain, ja, auf Schiff. So, about the most important thing we have to learn. All the time we've been swimming, gotta be the life preserver, okay? We have to worry, but we don't have to play. Small, it's like, there's no grip here to hold it, right? You know? What it is, let me tell you something. The proper way to work, okay? Here's when it goes. Here. Then, just adjust it, okay? Just tight as much as you want. But if you don't want to make too tight, so, you can leave the fingers loose, right? Beim Schnorren, what about the other one? You've got to make sure it stays right behind you. Right on your back. Muss erst mit zusammenkriegen. Right?
Ich bin gar nicht weit rausgefahren. Wir sehen also hier die Gruppe, die schnorchelt. Und ich filme mal hier ins Wasser. Das ist nämlich ganz klar. Man kann also hier bis auf den Grund sehen, wenn man will. Das Wasser ist ja wirklich türkisfarben. Und so wie man es auch sieht. Kann man gar nicht glauben. Schnorcheln wir alle wirklich kurz vor der Küste. Ich bin mal gespannt, ob da wirklich Fische zu sehen waren. Da waren immer noch zwei Riffs vor uns. Wo hier das Riff ist, kann ich so nicht erkennen. Und nachher auch mal ein Rundchen schwimmen. Das ist hier wie so ein
Piratenboot in der Sonne. Wassernixe als Galionsfigur. So ein Piratenflagge. Und so sieht das ganze Schiff auch aus wie ein Piratenschiff. Mexikanisches Piratenschiff. Also im Wasser, ich kann nicht richtig erkennen, sind das nur kleine Felsen oder doch Fischbein. Zurück vom Schnorchelgang. Jetzt geht's aufs Schiff. Fand ich etwas mühsam. Ja, jetzt mit dem Geräusch nach habe ich vergessen, die Kamera auszumachen. Die ganze Zeit ist sie wohl mitgelaufen, aber im Dunkeln gibt es sowieso nichts. So, wir gehen jetzt hier wieder an Bord, weg von Cozumel oder so ähnlich. Jedenfalls ist das so eine mexikanische Halbinsel. Wir waren kurz gewesen, beziehungsweise zum Snorkeln. Und jetzt geht's
ab auf die Lange Wege von Anlegesteg bis in der